Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. In der letzten Folge haben wir die eine Winde geöffnet. Und in dieser Folge fliegen wir jetzt erstmal hier rüber. Denn hier müssten wir dann eigentlich noch auf eine weitere Winde stoßen. Ein Wächter. Also jetzt nicht direkt hier, aber so grundsätzlich hier in der Region. Irgendwo. Müsste es noch mehr Winden geben, eigentlich. Mal sehen. Aber erstmal gibt es hier einen Wächter. Wenn der dann irgendwann mal auftaut, können wir ihn nochmal einfrieren. Komm. Du was. Und dann verprügeln wir ihn einfach. Klasse. Eine alte Rüste. Echsenkrieger, Echsenschwert, Echsenpriester und irgendwas. Echsendings. Und hier liegt noch ein Rufus. Mit Weisheit im Kampf. Ja, das hatten wir mir damals mal gegeben. Jetzt haben wir es dann wieder. Hier ist ein Hebel. Ich gehe mal davon aus, ja, das ist eine Feuerfalle. Die zündet uns an. Ich denke, mit diesem Hebel können wir den dann deaktivieren. Ich habe mir übrigens mal Gedanken gemacht. Ich meine nämlich, mich erinnern zu können. Ja, hier können wir uns durch die Wand hacken. Das erstmal das eine. Weiß nicht, was hier hinter ist. Ein Echsenmensch, würde ich sagen. Ja. Meine mich nämlich erinnern zu können, oder meinte mich nämlich erinnern zu können, dass man so maximal so Level 30 erreicht in dem Spiel. So in etwa. Das bedeutet, ich kann ja mal gleich machen können. Oh. Das bedeutet, dass wir... Jetzt haben wir die nächste Falle auch noch deaktiviert. Bedeutet, um es endlich mal zu beenden, wir bekommen noch so 7. Also 70 Lernpunkte. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann wären wir hier auf Stufe 8. Und das war's dann. Also das heißt, wir können eh keinen Mana mehr lernen. Das wieder... Oder wir werden eh keinen Mana mehr lernen. Und das wiederum heißt, wir ballern uns jetzt einfach mal unsere ganze... Unsere ganze überbackene Scholle in den Schlund. Und ihr seht, wie da unten die Mana-Anzeige langsam fällt. Weil wir kommen ja mit jedem Ding hier 2 mehr Mana dazu. Das macht dann also plus 30 bei den 15 überbackenen Schollen, die wir hatten. So und so und dann nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und die drei Dinger hauen wir uns auch noch rein. Das sind nämlich auch nochmal jeweils 5. Also auch nochmal 15. Dann haben wir jetzt plus 45 Mana. Sind damit bei 147 Mana. Können wir also auch nochmal so einen hier uns reinprügeln. Was willst du denn? Ist da noch einer? Nee. Er hat auch nochmal alte Brüste dabei gehabt. Könnte eigentlich auch mal wieder Licht machen, wa? Sieht man wenigstens auch was. So, und hier müssen wir jetzt die alten Brüste draufstellen.
Und dann geht das auf. Weiß gerade nicht, ob da irgendwer drin ist. Sieht aber nicht so aus, okay. Magie wirkt hier nicht. Ja, und jetzt sind wir wieder hier oberhalb der Ordenskrieger. Und können einfach wieder hier runterhüpfen. Das Licht geht da natürlich aus. Wegen des Antimagie-Kristalls. Und dann würde ich einfach mal sagen, speichern wir hier mal. Ja. Und dann gehen wir einfach nochmal zurück. Weil der Weg ist ja nicht sonderlich weit. Gehen wir nochmal nach draußen und brauen uns einfach mal ein paar permanente Mana-Tränke. Alle, die wir machen können. Hier unten. Zack, 14 Stück. Warum ist es eigentlich so extrem reingezoomt hier? Fertig. Und dann würde ich, glaube ich, sogar noch mal ins Banditenlager wollen. Denn im Banditenlager gibt es ja oben bei Robert den Typ, der Pflanzen sammelt. Vielleicht hat er noch ein paar Beeren. Und in der Stadt vielleicht auch noch der eine. Du, Obel. Was hast du zu verkaufen? Kraut hast du und Wein. Das würde ich trotzdem mitnehmen. Alles nicht so spannend hier. Naja, gut. Dann nochmal in die Hafenstadt. Hier gibt es doch den da. Wolltest du was? Gary, na gut, du hast nix. Hast du vielleicht was? Ich brauche Tränke. Nee, du hast leider auch keine Pflanzen. Das ist schade. Aber was ich dir abkaufen kann, sind diese. Okay, kann ich nicht. Mana-Tränke haben wir eigentlich genug. Wie viel Wein haben wir? Das ist der Feuerrausch. Hier 62. Ja, komm, dann brauchen wir den Wein eigentlich nicht. Ja, trotzdem nicht genug. Muss ich auch noch. Das können wir machen. Nehmen wir die mit. Ja gut. Dann haben wir eigentlich nur noch diese Aufgabe hier. Trinke alle permanenten Mana-Tränke. Und bringe deinen Mana damit auf eine Stufe, bei der die kleinen Mana-Tränke nichts mehr nützen. Ich würde sagen, wir können auch noch drei Stärketränke machen, oder? Komm. Drei Stärketränke machen wir uns einfach auch noch. Sieht gut aus.
Dann hauen wir uns die auch noch in den Kopf. Ach, warte mal. Ich habe noch was, was dich vielleicht interessieren würde. Also auch nicht mehr oder weniger als alle anderen, aber wir haben hier zum Beispiel Goldbrocken. Wir behalten mal... 10. Oder warte. Warte. Wir können ja hier... Ich habe Obsidian für dich. Willst du tauschen? 8 Obsidianbrocken und 10 Gold. Gib mir einen Machen wir das mal. Ich habe Eisenerz für dich. Gut, was willst du? Ich brauche einen Rohling für einen Zweihänder. Hier. Das machen wir jetzt einfach mit allen. Und das war's dann. Mehr haben wir nicht. Kann ich es auch einfach ihm verkaufen. Ist auch egal, wem ich es verkaufe. Goldbrocken, wie gesagt, wir behalten mal 10. Eisenerz und Obsidian können wir auf jeden Fall behalten. Ganz ehrlich, die kleinen... Nicht die Schaufel. Die kleinen Edelsteine können sowieso alle weg. Brauchen wir nicht. Kleiner Smaragd, kleiner Bernstein, das kann alles weg. Kleiner Antimagiekristall, die Perlen können weg. Ja, diese mittleren, das behalten wir mal. Eigentlich können wir auch die ganzen Tiertrophäen mal verkaufen, zumindest das meiste davon. Es reicht eigentlich, wenn wir uns jeweils 10 behalten. So, Flügelstaub können 121 weg. Davon können 98 weg. Zähne können 285 von weg. Power. Weg. Stachel. Weg. Skorpionstachel weg. Krallen weg. Rottwurmgedöns weg. Skorpionschere weg. Weg. Und... weg. Oh, haben wir nochmal 3000. Hier kann auch weg. 3028. Wir haben noch beide. Können wir eigentlich auch nochmal ihm 100 Stück geben. Damit haben wir 3048 Gold. Und davon können wir uns dann noch mehr Tränke kaufen. Oder warte. Ich würde gerne erstmal... Was brauchen die? Mana-Wurzeln und Wein. Okay, das heißt, wir brauchen den Wein auf jeden Fall doch. Das Zeug braucht auch Wein. Und wir haben ja jetzt auch über 200 Mana, also machen die großen schon Sinn. Gute Arbeit. Ich brauche Tränke. Ja, dann kaufen wir uns den Wein. Und die großen Mana-Tränke. Die großen Heiltränke kaufen wir uns auch noch. Naja, zumindest ein paar davon. Ja, einer geht noch. So. Dann sind wir jetzt wirklich endgültig pleite.
Aber wir brauchen jetzt eigentlich sowieso kein Gold. Also wir brauchen dann Gold, wenn wir ein Level-Up haben und dann den Feuerball ein bisschen lernen. Aber bis dahin haben wir bestimmt wieder Gold. So, und dann würde ich doch einfach sagen, machen wir das hier hin. Und wir haben so viel Mana jetzt. Wir machen mal mindestens die mittleren, wobei eigentlich können wir auch schon die großen. Wir benutzen die großen. Die benutzen wir noch zum so heilen außerhalb von Kämpfen. Und dann geht's zurück in die Vulkanfest. Ja, in die Vulkanfestung. Und dann, ja, gehen wir nicht mehr schlafen, heilen uns einfach mit kleinen Mana-Tränken. Machen einfach noch einer rein und dann ist gut. So, wir reden jetzt nicht mit dem Inquisitor, wir gehen jetzt einfach mal alleine hier durch. Oh. Wir gehen wohl nicht alleine hier durch. Ich schon gefragt, hä, warum ist da ein Hebel? Aber ja, okay, macht Sinn. Konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, dass da eine Falle ist. Oh, glücklicherweise genau hier gespeichert. Vor der Falle. Telekinese, Hebel. Oh. Okay, sie kommen dann mit. Dann reden wir doch erst mit dem Inquisitor, so ein Mist. Inquisitor. Rufus ist tot. Was ist passiert? Echsenkrieger. Sie haben ihn wohl überrascht. Dann hat er es nicht besser verdient. Wer nachlässig ist, gefährdet unsere Mission. Die Strafe für Versagen ist der Tod. Merkt ihr das? Das ist aber nicht so nett von dir. Ich habe die zweite Winde gefunden. Gut, dann sehen wir uns die Sache mal an. Diese Säulen erzählen die Geschichte dieser ganzen Anlage. Vielleicht siehst du dir die mal an. Sonst steht hier nur noch Scheiße. Ja, Inquisitor, hier steht sonst nur noch Scheiße. Was sagst du denn jetzt dazu? Gut, dann jetzt Telekinese. Auf den Hebel. Los. Da haben wir auch schon das Level up. Nur haben wir jetzt kein Gold. Aber egal. Wir brauchen auch gerade kein Gold. Was dagegen, wenn ich mich einmische? Was machst du? Warte, ich mach mit. Ich helfe dir. Toll. Das Vieh macht uns keine Probleme mehr. Die anderen Viecher machen wir auch noch platt. Ja, warte. Ich helfe dir. Ich komm gleich. Kannst du bitte auftauen? Was machst du? Was machst du? Diese Mistviecher. Dieses Vieh macht Mistvieh. Das ist die einzige Sprache, die Viecher verstehen. Ja, lauf mir. Was machst du? Der ist tot. Das da ist aber nicht tot. Der ist auch noch nicht tot. Was machst du? Komm, tau auf. Ich helfe dir. Ist. Das ist die einzige Sprache, die Viecher verstehen. Das Vieh wird uns keine Probleme mehr machen. Ja. Das ist korrekt. Oh Mann, das ist riesig. Bin gespannt, was uns hier noch erwartet. Ach ja, ich habe ein paar Vorräte von oben mitgenommen. Wenn du was brauchst? Lass uns handeln. Ah, geil. Okay, ich brauch nichts davon, aber gut zu wissen. Ich bin Ursigor, Herr der Titanen, Befehler der Echsen.
Zu der Zeit, als die Götter kamen, sprach der Dunkelste von ihnen zu mir. Und ich hörte seine Worte und folgte ihm. Der dunkle Gott. Beere. Beere ist gut. Steinplatte, auch gut. Brauchen wir noch einige. Da ist nichts. Da steht noch was. Der dunkle Gott gab mir die Macht, die Titanen zu erkennen. Er gab mir die Macht, ihnen gegenüberzutreten. Er gab mir die Macht, sie zu unterwerfen. Und als ich sie unterworfen hatte, bediente ich mich ihrer Kräfte. Sie schufen Materie, wie ich ihnen befahl. Mächtige Werkzeuge für den Kampf, Waffen, um sie alle zu beherrschen. Mhm. Verdammt! Was ist los? Das ist wirklich eine Festung. Und wir sind nur im äußeren Kreis. Siehst du diese große Zugbrücke? Da müssen wir lang. Vielleicht gibt es wieder einen Weg, die Brücke zu öffnen. Das will ich hoffen. Du wirst ihn finden. Die anderen werden hier alles durchsuchen und die letzten Echsen töten. Öffne die große Zugbrücke. Ja, können wir machen. Halt. Hier liegen noch Sachen. Ich möchte nochmal mit dir handeln, bitte. Denn du kannst dir das hier... Und das hier und das hier. Und... Tja, ich glaube, ansonsten sieht's schlecht aus. Handeln wir das mal. Und das müsste eigentlich an Geld reichen. Dass wir nochmal hochgehen können, um die nächste Feuerballstufe zu lernen. Ich glaube, die kostet nur 100. Oder 200 maximal. Und 200 haben wir ja auch. Ignatius. Unterrichte mich in der Magie. Lehre mich dein Wissen über den Feuerball. Wenn du dein Ziel direkt triffst, richtest du mehr Schaden an. Also halte dich nicht mit Spielereien auf, sondern schleudere das Feuer gleich auf deine Feinde. Ja, 200 hat das gekostet, jetzt kostet es 300. Das ist also die Menge an Gold, die wir als nächstes benötigen. Was wir eigentlich jetzt erstmal nicht mehr benötigen, sind Tränke. Davon sollten wir jetzt für den Rest des Spiels eigentlich genug haben. So, wir können mal eben ein paar davon trinken, damit wir wieder Mana aufgefüllt haben. Und dann gehen wir jetzt einfach hier lang. Ein Montag. Hä? Hä? Warum treffe ich das Vieh nicht? Hä? Was soll das? Ja, Feuerballstufe 2 macht leider noch gar nichts. Also bringt noch nicht so viel. Ach so, Magie wirkt hier nicht. Ja, aber...
Erstens, wo ist der Antimagie-Kristall? Ich sehe ihn nicht. Zweitens, warum ist... Also, hä? Warum existiert das hier? Hier ist doch gar nichts. Naja. Egal. Waren wir hier drin? Ach, da prügelt sich ja einer mit einem Echsenkrieger. Was soll der Unsinn? Ja, wir warten mal, bis er aufgetaut ist. Hast sie doch nicht mehr alle! Hä? Was machst du hier? Ich bewache den Durchgang. Wir müssen aufpassen, dass uns niemand in den Rücken fällt. Ja, habe ich gesehen, wie gut du den Durchgang bewachst. Yep. Her damit. Da ist ein Winde. Mit dem Biest hast du kurzen Prozess gemacht. Ja. Kann auch bestimmt drauf schießen. Da sind Leute. Das hat sich gelohnt. Sonst liegt hier nichts. Steintafeln oder so. Haben wir davon 3 bis jetzt. Wir brauchen 47. 47 durch 4 ist 12. Das heißt, wir brauchen noch 9. Also es ist nicht 12, es ist 11, aber... Ich kann ja keine halbe Steintafel finden und lesen, das geht nicht. Tja. Würdest du bitte den Ghoul... Hallo! Mann! Nix. Einfach nix. Kann ja nicht sein. Warum ist hier nix? Wer bist du eigentlich, Brent? Das gibt's doch gar nicht. Wo kommst du denn her? Wir haben ein Tor geöffnet. Und du? Ich bin schon ewig hier. Damals haben die Echsen mich gefangen, weißt du? Dann gibt es noch mehr Wege nach draußen? Oh ja, hier gibt's eine Menge Höhlen. Einige führen nach draußen, aber niemand kennt alle Wege. Nicht mal Jorgensen, obwohl er es immer behauptet. Wie komme ich tiefer in den Tempel hinein? Du meinst die große Zugbrücke? Der Durchgang in die Tiefen des Tempels? Genau. Keine Ahnung. Die war noch nie offen. Selbst die Echsen gehen dort nicht hin, weißt du? Komm schon, es muss doch einen Weg geben. Naja, an deiner Stelle würde ich mir eine Karte besorgen. Woher bekomme ich eine Karte? Hier ist ein Trupp Echsen vorbeigekommen. Vermutlich ein Jagdtrupp. Die müssten eine dabei haben. Wo sind sie lang? Wahrscheinlich nach draußen. Geh runter zum Sumpf und frag Jorgensen. Der hat sie bestimmt gesehen, aber glaub ihm bloß nicht, er ist verrückt. Wer ist Jorgensen? Hör nicht auf ihn, er redet viel Unsinn. Das kommt von den Pilzen, weißt du? Ich esse die Pilze nicht, ich halte mich an das Fleisch. Das hält mich davon ab, verrückt zu werden, so wie Jorgensen. Ich sage dir, der macht's nicht mehr lange. Hat zu viel von den Pilzen gefuttert, weißt du? Wo finde ich Jorgensen? Du musst runter zum Sumpf gehen. Aber nimm den richtigen Weg. Den Weg mit den großen Pilzen. Aber iss bloß nicht davon. Nicht mal naschen, sonst wirst du verrückt. Genau wie Jorgensen, weißt du? Ja, ich hab's verstanden. Jorgensen ist verrückt.
Gut, von hier kamen wir. Und hier gibt es jetzt 10 Millionen Wege. Oh Gott, hier gibt es wirklich 10 Millionen Wege. Oh Mann. Tja, ich... Also ich denke, wir sollen hier lang. Okay. Gesagt, wir dürfen die großen Pilze nicht essen. Von den kleinen hat er gar nichts gesagt. Zum Geier sind wir eigentlich. Wir sind hier hinterm Vulkan in der Nähe von dieser Höhle. Da kommen wir her. Gerade ein Runenschwert gefunden. Sieht so aus. Da ist Jorgensen. Na, würde ich sagen, in der nächsten Folge reden wir da mal mit Jorgensen. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und vor allem schreibt mir viele Kommentare. Die lese ich mich gerne, dann freue ich mich. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.